Willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ich habe eine kleine Überraschung. Ich habe endlich was gefunden und ihr werdet staunen. Ich habe jetzt mich 10 Minuten auf die Reise begeben und habe endlich den Lava-Eimer meines Vertrauens gefunden. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, in welcher Höhle. Ich meine, die war da hinten irgendwo. Ja, die war auf jeden Fall da hinten. Aber ich habe so viele Höhlen jetzt durchkämmt. Aber nur den Anfang halt. Ich habe direkt am Anfang gefunden. War irgendwie krass. Wir sind nämlich immer noch da hinten gegangen. Ich bin jetzt mal vorsichtig. Ich möchte jetzt nochmal das schnell probieren. Bitte, bitte, bitte. Ja, Mann. Okay, gut. Jetzt können wir uns einen Verzauberungstisch machen. Nirgendwo ist einer hier. Okay, wieder weg. Puh. Hätten wir das auch geschafft? So, Freunde, jetzt können wir endlich mal wieder richtig durchstarten. Nicht mit mir. Lalala. Kriege ich den Fall noch oder ist der jetzt im Bug? Okay, Freunde, dann gehen wir jetzt auf. Okay. Was ich mir aber jetzt noch machen muss, ist... Wartet, wartet, wird doch alles wieder gut. Es wird doch alles... Oh, guck mal hier. Wir haben das ja hier reingetan. Dö-dö-dö-düm, bö-düm, bö-düm, bö-dö-dö-düm. Was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Toll. Das werfen wir natürlich nicht weg. Das ist edles Material. Das wird natürlich nicht weggeworfen. Wir gehen jetzt ein bisschen klauen. Das Geräusch ist ja nicht so schlimm, aber diese anderen Affengeräusche da. Ne? Alter, unsere Rutsche. Oh. Toll. Oh ne. Du kommst hier nie wieder raus. So, springen wir mal schnell hier rüber. Und hier wieder rein. Und zack. Und ich hab mir gedacht, wir klauen uns hier bei dem Vogel, bei dem Bücherregal-Fuzzi. Bücherregal-Fuzzi? Bücherregal-Fuzzi, wo bist du hin? Hier war ein Bücherregal-Fuzzi. Wisst ihr das? Das müsst ihr aber auch noch wissen. Da sind wir immer hingegangen, hab ich gesagt. Denkst du, was ich jetzt auch denke? Und dann... Oder war das hier? Das war hier. Ich habe die schon längst irgendwo abgemacht, glaube ich. Oder? Oder irre ich mich jetzt? Bin ich jetzt total Banane? Oder habe ich die schon? Das wäre ja fatal, wenn ich die nicht hätte. Da müsste ich ja noch Zuckerrohr. Oh, geh weg. Tja. So spielt das Leben und... Ja. Ich brauche nur ein Buch. Ey. Freunde. Bitte, bitte lass sie hier drin sein. Gut, 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 gut. Ich habe mich informiert, wie man das baut. Ich bin heute nicht so planlos wie sonst immer. Oh, ich habe ja schon ein Buch hier drin gehabt. Ja, das hole ich jetzt raus. Tue ich mal hier rein. Und tue es nun hier rein. Hört mal auf, da unten zu laufen, ja? Danke. Machen wir es auch. So. Dahin. Ein Verzauberungstisch. Wo mache ich? Ich glaube, ich mache die Ecke hier hin. Meine Verzauberungsecke. Also hier. Wie viel brauche ich eigentlich? Moment mal. Hier würde ich das dann hinmachen. Das wird hinkommen. Da kommen hier die Bücherregale hin. Heißt, das dürfte dann hier hinkommen. Dann wird hier noch zugemacht. Hier geht es auch zu. Hier rum. Ja. Das funktioniert. Das funktioniert. Schalalalalala. Aber ich brauche trotzdem noch Bücher. Für ein Bücherregal. Und Holz. Wie viele Bücher braucht man für ein Bücherregal? Drei, ne? Fick dich.
Wir machen eine Nacht- und Nebelaktion. Dö-dö-dö-düm. Baby, Baby, du liebst es doch auch. Dö-dö-düm. Baby. Genau, ich sehe auch aus wie eine Kuh. Laufen wir einfach hinterher, Kuh. Wir schaffen das. Bob der Baumeister, können wir das schaffen? Nein, ich werde jetzt nicht Bob der Baumeister einblenden lassen. Das hat jetzt richtig Schieß. Ich weiß nicht, wie weit müssen wir eigentlich noch laufen? Das war doch da hinten oder schon. Alter, ich laufe wie so ein Spasti. So. Oder hatte ich das Zuckerrohr von da schon mitgenommen? Ach Leute, ich habe Alzheimer. Oder ist denn noch... Kühe, 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 nichts. Schwein, 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 Creeper. Das sind die endlosen Weiten von den Niagara-Fällen. Habe ich mal gehört. Da kann man auch kopfüber reinspringen. Genau so, wie ich das gemacht habe. Und, ja, wir brauchen Holz. Immer noch. Was wir auch... Oh, fuck. Da habe ich mich voll erschrocken gerade. Nicht darüber. Ich habe immer noch ein Schwert, wo ich mir... Kein Futter mehr. Weg hier! Bam. Ich bin umgeben von Zombies und Creepers. Weg hier. Ja, super. So macht man's. So macht man's. Like a boss. Und ja, dann gehen wir mal wieder zurück. Unsere erfolglose Suche hat natürlich wieder nichts gebracht. Ich denke, wir haben das Zuckerrohr einfach da hinten wieder in unsere Truhe getan. Und ich habe wieder durch meine Alzheimer wieder nichts mitbekommen. Und ja, so ist das nochmal. Wo haben eigentlich die Zombies diese Rüstungen her? Ja, sie können sie angelassen haben, ne? Aber, ja, es gibt kein Aber. So, Ende, Ausschluss. Finish. Finish. I finish the sentence. Quite good. Hallo. Hier ist eh keiner hier oben. Jetzt vielleicht kommen aus dem heiligen Buch noch die Monster. So, wo habe ich den Sheet? Den Sheet. Ja, ich, wenn ich mal sterben sollte, tue ich mal hier für, zur Sicherheit diese Knochen rein. Natürlich auch den Faden. Super, super. Super, super. Brot, natürlich, immer wieder gerne. Hier, Zuckerrohr. Hm. Wunderbärski, einfach da rein. Was brauche ich denn noch, Freunde? Was brauche ich noch? Was ich brauche noch? Eimer Wasser. Für gleich. Und ein bisschen Brot zum Naschen. Ich will ja nicht leer ausgehen. Okay. Jetzt gehe ich mal ein bisschen Monsterschnitzel. Wer erwartet mich? Keiner. Super, super. So muss es sein. Mit der Diamantspitzhacke kriege ich alle down. Alle. Aber auch alle. Denn say goodbye. Ich glaube, hier mache ich hier meine Farm. Ja, da brauche ich Sand. Sand habe ich nicht. Ich will auch keinen Sand ausgeben. Sand kostet viel in der heutigen Zeit. Verpisst euch doch mal hier, Drecksäcke. Verpisst. Verpisst euch. Verpisst. Verpisst. Warum bleibt der Baum eigentlich hier noch stehen? Hast du keine Hobbys oder so? Ich bin immer so ängstlich, wenn ich eine Spine höre. Die tut mir ja jetzt eh nichts mehr. Ich war ja braves Spini, ne? Braves Spini. Ja, lauf schön weg. Braves Spini. Kuckuck.
den Baum abbauen. Leck mich doch am Arsch. Will das doch riskieren. Oha, die Spitzhacke ist wohl ziemlich... So muss ein Mann aussehen, der gekämpft hat. Im Krieg. Kommst du wohl da runter? Das ist ja eine Frechheit. Wunderbärski. 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 Dich müssen wir jetzt leider köpfen. Weil du hast einfach nicht ins Schema gepasst. In unser deutsches Schema. Ins arische Schema. Und ja. Du bist halt kein Alpha-Baum. Was bist du denn für ein Vogel? Weißt du, die Zombies überleben so im Wasser. Ey. Als würden ihre Kopfhaut nicht von dem von der Sonne beeinflusst werden. Ah, baby bala bala. Baby baby bala bala. Okay. Ah, my baby. I'm walking on sunshine. Ah. Scheiße, das oben. Der bringt mich auch. Tschüss. I need some more trees. Trees are the most important thing. I need some trees for the environment. The environment is really important for me because I think the environment is important for the whole world because the environment is actually the world, nicht wahr? You have to care about the world, because if you don't care, the world goes ground, goes to the ground, no? To the ground, in the hole. It fell down in the hole. In the big hole. And the creepers will regieren the world. Nicht wahr? Das dürfen wir nicht zulassen. Und jetzt habe ich hier noch Holz. Jetzt kann ich eine dicke Holzparty feiern. Eine dicke Holzparty. Yeah. Ich stecke auf dem Vogel. Keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Naja, egal. Gut, Freunde. Dann haben wir jetzt unseren Verzauberungstisch. Endlich mal. Ja, und in der nächsten Folge werden wir uns dann um diese Dinger kümmern und werden hinten noch was anlegen. Schönes. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis denn. Tschüss, Freunde. Bis dann. Tschüss.